Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Es ist soweit, die Polizeistation ist da. Die Polizeistation und der Parkplatz. Zwei Sets, ein modulares Gebäude, ein Parkplatz dazu. Wie üblich bei Modulars miteinander zu verbinden. Könnte auch auf der anderen Seite was einbauen. Man kann den Parkplatz natürlich auch spiegelverkehrt aufbauen, wenn man das möchte. Klar. Oder man holt sich zwei Parkplätze, einen links, einen rechts. Hier gibt es eine Verbindungstür. Auf der Seite gibt es keine. Aber zu diesem Gebäude kommen wir noch. Das Beste zum Schluss. Wir gucken uns erstmal den Parkplatz an. Hier stehen, das sind Prototypen, noch nicht da, unser Set aus drei Polizeifahrzeugen. Und ja, wir brauchen noch die korrekte Farbe für diese Elemente. Also wir haben hier ein ganz kleines, wir haben hier ein ganz schnelles und wir haben einen Mannschaftswagen, die hier auf dem Parkplatz ihre Stellplätze haben werden. Einige Leute haben geschrieben, Polizeiautos sind aber nicht grün-weiß, die sind blau-weiß. Dann seid ihr jünger als ich. Zu meiner Zeit waren die grün-weiß und sie sind erst seit einigen Jahren blau-weiß. Und ich glaube, es gibt auch einige, die es cool finden, dass wir grün-weiße Polizeifahrzeuge haben werden. Das ist eher so die 70er, 80er, 90er Ära und weniger die aktuelle. Das ist auch eine klassische Polizeistation. Aber zurück zu dem Set, dass es tatsächlich geht. Wir haben hier erstmal einen Parkplatz mit einer Schranke, mit einer Markierung für die Zufahrt und mit Stellplätzen. Das Ganze steht auf einer schwarzen Baseplate. Schönen, neutralen, schwarzen Baseplate. Man sieht hier durch die Lücken der Gullideckel, also die Schwärze des Untergrunds und nicht das Beige oder so. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn man hier vorne an der Kante keine wilden Farben rausragen sieht, weil man die Baseplate ja schon immer so ein Stück weit hier sieht. Ne? Je nachdem, wie ihr es baut. Wenn ihr durch die Straße daneben setzt, ist es wiederum egal. Und wir haben jede Menge Sand Blue. Sand Blue ist eine wunderschöne Farbe. Sand Blue, Sand Green, diese Farbtöne liebe ich. Und hier haben wir jede Menge Sand Blue und auch jede Menge Sand Blue Mauersteine. Ich mag diese Mauersteine und ich mag diese Pyramiden, diese kleinen Einser, auch ein sehr schönes Teil. Wir haben hier einen Parkplatzwächterhäuschen, wo man hinten drin auch die Mechanik hat, die Bedienelemente hat, um die Schranke herunterlassen zu können. Wir haben hier ein Schild, ein unbedrucktes, und wir haben hier ein Schild. Wir planen zu diesem Set noch einen unserer Spezialstickerbögen zu produzieren. Wir haben es noch nicht geschafft. Der Stickerbogen wird dann aber wahrscheinlich auch Sticker für diese Fahrzeuge hier beinhalten. Momentan haben wir so viele Neuheiten und wir bereiten den Lagerverkauf vor. Wir sind nicht dazu gekommen, Stickerbögen hierzu schon fertig zu entwickeln. Carsten hat so viel anderes zu tun, er baut so viele neue Sets auf, nur so viele neue Prototypen. Viele von den Prototypen werdet ihr übrigens im Lagerverkauf sehen können in unserer Ausstellungsfläche. Und dieses Set wird es im Lagerverkauf, so denke ich doch, ebenfalls geben. Was haben wir hier noch? Wir haben hier so ein bisschen Lüftung und hier unten solche Ingots, ne? teilweise solche Goldbarren, aber aus Dark Bluish Gray. Die ergeben zusammen so ein sehr schönes Profil hier unten. Entworfen hat beide Teile da der Alex und er hat das prima gemacht. Ah ja, was schöne Teile angeht, diese 6x6 Fliesen, die sind auch super, die mag ich. Hier ist noch eine Sitzbank und wir haben natürlich hier den Durchgang zur Polizeiwache. Fassen wir erstmal kurz dieses kleine Set zusammen. Man kann es getrennt vom anderen bestellen. Man kann es auch einfach nur so bestellen ohne die Polizeiwache und macht irgendwie einen schönen Parkplatz draußen, einen bewachten. Klar, ist aber natürlich die ideale Ergänzung zur Polizeiwache.
Der Parkplatz ist ein Blue Brick Special. Die Setnummer 101116 hat 499 Teile, Preis knapp 30 Euro. Die Abmessungen, klar, eine Baseplate, 25,5 x 25,5 x 8 cm Höhe. Wobei, ich glaube, ich habe mich vermessen. Das sind nämlich 12 cm Höhe, denn das hier mit dem Blaulicht ist noch etwas höher. So. Stellen wir mal den Parkplatz beiseite und kommen wir endlich zur Hauptattraktion. So viel Sand Blue. Ich mag diesen Farbton. Wir haben hier, wie schon erwähnt, eine Seitentür, die zum Parkplatz führt. Und von dieser Seitentür aus betritt man einen Flur. Das werde ich euch gleich noch genauer zeigen. Wir haben hier die Rückseite des Gebäudes. Hier sieht es ein bisschen seltsam aus und ist irgendwie locker, da kommen wir gleich noch dazu. An den Seitenwänden keine Fenster, weil diese Gebäude ja meistens an anderen modularen Gebäuden dranstehen. Wenn man jetzt hier ein Fenster einbauen würde, würde das halt oft auf irgendwie die schmucklose Seitenwand eines anderen Hauses deuten. Das haben wir gelassen. Und die Front mit zwei schönen Laternen. Hier könnte man wunderbar so einen Polizeischriftzug drauf anbringen und einem schönen Eingang nach drinnen. Hier diese blauen Laternen, stelle sich vor wie Blaulicht, klar. Und wir haben ein schönes und abnehmbares Dach mit einem solchen Oberlicht. Ähnlich konstruiert wie bei der Tankstelle. Und dieses Dach ist massiv, stabil, hier vorne schön verziert. Prima. Und hier drinnen ist einiges los. Schauen, wie ich euch das alles am besten zeigen kann. Da macht Bartosch bestimmt auch noch Nahaufnahmen davon. Wir haben einen ziemlich ebenerdigen Bereich, der um 2 Bricks erhöht ist. Unten mit Wartebereich, da gibt es einen Wasserspender, es gibt einen Kleiderständer, wo man seine Jacke aufhängen kann. Hier unten ist ein Schreibtisch, wo irgendwelche Anzeigen oder Aussagen entgegengenommen werden können. Und von dort aus führt eine Treppe weiter nach oben, wo dann Polizeibeamte sitzen und arbeiten können. Was natürlich nicht fehlen darf, ist eine Kaffeemaschine. Konzentriertes Arbeiten ohne Kaffeemaschine ist möglich, aber nicht erstrebenswert. Wir haben hier noch eine, das sieht aus wie eine alte Schreibmaschine. Das hier daneben dann aber schon eher nach einem Computermonitor. Ist eine unbedruckte und noch unbeklebte Fliese. Dafür werden wir uns sicherlich etwas ausdenken für den Stickerbogen. Ist hier eine schöne Treppe, die nach oben führt, mit einem schönen Geländer. Schöne verzierte Teile hier, die mag ich. Und hier hinten an der Wand Lampen und eine große, sagen wir mal, Pinnwand. Da stelle ich mir so ganz viele sich überlappende Zettel vor mit irgendwelchen roten Fäden miteinander verbunden, wo irgendwelche Profiler hier zusammenhängende suchen und hoffentlich auch finden. Und der Eingang hier sieht von innen auch prima aus. Und hier hinten klappt was weg die ganze Zeit, gell? Eieieiei. Das führt in eine Gefängniszelle, aber wenn da jetzt jemand ausbricht, scheint, als hätten wir ein kleines Spielfeature eingebaut, denn dieses Teil hier passt hier wunderbar rein, lässt sich aber mit Hilfe des Griffs auch leicht wieder entnehmen. Und diese Zellen, die wollen wir uns gleich noch genauer anschauen, aber dafür müssen wir ein bisschen was umbauen. Was dieses Gebäude nicht hat, das hätte bei der Größe und wären durch die Konstruktion hier vorne nicht ganz so viel Sinn ergeben. Man kann hier nicht noch mehr außen von der Wand abnehmen. Man kann aber diese Böden hier drinnen
entfernen. Und genau das wollen wir jetzt tun. Zunächst einmal nehme ich diese noch leere, noch unbeklebte Pinnwand ab. Und jetzt kann ich die verschiedenen Bereiche entnehmen. So, wir haben, kann man sich auch mal genauer anschauen. Wir haben hier einen Tisch mit Kaffeekanne, mit Kaffeetasse. Alles, was der Polizeibeamte morgens zum Aufwachen braucht. Wir haben hier einen Teil, wo man schön den einen Schreibtisch auch sieht. Und wir haben hier den Teil mit dem Schreibtisch mit der Schreibmaschine. Und wir haben auch den einen Stuhl, den ich noch vermisst habe. So. Und jetzt können wir uns den Untergrund des Ganzen anschauen. Ah ja, so. Ich lege es einfach mal so hin. Wir haben also eine Treppe, die hier hinaufführt. Und wir haben hier seitlich eine Treppe, die nach unten in den Gang führt, hin zum Parkplatz. Und in einen Flur zu den Arrestzellen. Wir haben drei, oder? Ja, wir haben drei Arrestzellen, alle mit einem Bett, mit einer Pritsche ausgestattet, mit abschließbaren Türen natürlich. Und diese vordere Arrestzelle hier ist so eine mit Gitterwänden. Das könnt ihr so wahrscheinlich sehen, so schwarze Gitterwände. Vielleicht so eine Ausnüchterungszelle oder eine Zelle, wo jemand erstmal eingesperrt wird, wenn er angeliefert wird. Und diese hinteren Zellen, die haben auch ein kleines Waschbecken. Das kann man hier wahrscheinlich am besten durch diesen Fluchtgang sehen. Hier ist ein kleines Waschbecken an der Wand und ein kleines, nicht wirklich bequem aussehendes Bett. Ist halt eine klassische Polizeiwache. Ah, und was ich euch auch noch zeigen wollte, simpel konstruiert, aber gut aussehend, der Wasserspender. Man sieht, er ist schon mehr als halb leer. Unten sind es Translite Blue Teile, oben sind es nur noch Trans Clear Teile, oben ist nichts mehr drin. Ja, und das obere Stockwerk der Polizeiwache fügt sich so zusammen. Das heißt, hier oben wird gesessen, hier oben wird gearbeitet. Und im unteren Teil des Gebäudes werden Aussagen von besorgten Bürgern aufgenommen. Und ganz hinten werden Leute eingesperrt, die von der Polizei geschnappt wurden. Damit sie nicht gleich wieder entkommen, sollte man hier hinten zumachen. Insgesamt haben wir bei diesem Set, bei der Polizeistation selbst, 2230 Teile. Das ist die Setnummer 101115. Kostet knapp 100 Euro. 25,5 mal 25,5 cm Grundfläche wegen der Bodenplatte und 21 cm Höhe. Bis hier oben, um genau zu sein. Und so, mit ihm hier an der Wand, gehört das in die Wache hinein. Das werde ich jetzt wieder reinsetzen. Für heute war es das schon aus dem Noppenstein-Studio. Diese beiden Sets, der Parkplatz und die Polizeiwache, sind jetzt, solange der Vorrat reicht, bei uns im Shop erhältlich und im Lagerverkauf ebenso. Noppensteine kann man nie genug haben. Hier sind zusammengenommen wieder 2800 mehr, davon jede Menge Sandblau, tolle Farbe, jede Menge Mauersteine, die liebe ich auch. Deswegen wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß beim Bauen. Macht's gut.